Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch im Verklapperungskrimi. Ihr seht, ich habe schon mal die Spanplatten und so noch verkauft beim Baumarkt. Hab jetzt gerade Papier und Kartonage verkauft noch. Das läuft alles. Wir hüpfen da gleich noch hin. Wir haben ja noch Klopapier. Ja, wir haben eine Menge Klopapier. Können wir auch nochmal bei Edeka verkaufen, gibt gerade guten Preis. Hier ist fertig mit Güll, ne? Güll aus dem Kuhstall ist weniger geworden, ist auch ganz gut so. Ja, sonst kriegen wir nämlich ein Gülleproblem. Ja, ist halt so, ne? Ja, was wird's machen, ne? Das ist halt Phase im Moment, ja. Jetzt heißt es ziemlich fix diesen Monat durchknüppeln, ne? Also wir haben nicht mehr viel zu tun, wir können auch noch eine Stufe höher gehen. Wir haben, glaube ich, alles erledigt. Ich mache mal die Kopfhörer leiser, dann verstehe ich euch auch besser, wenn ihr mir was erzählt. Weil ist ein bisschen laut gewesen. Dann stehen wir im Gülleporter eben hier wieder hin. Und den brauchen wir wohl nicht so schnell. Okay, der kann eben da dranbleiben, ne? Wir hüpfen eben hier hin. Ach nee. Das war doof, was du gemacht hast, Sven. Ich mach mal eben so. Wir wollen eben hier hin. Wie gesagt, Karton, Papier habe ich beim Baumarkt verkauft. Die Spanplatten hatte ich beim Baumarkt schon verklappert. Dann ist alles soweit tüffig. Wir haben jetzt hier noch Klopapier. Das kann nach Edeka. Da gibt es gerade so einigermaßen Preis. Deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was? Jetzt haben wir das Zeug gerade. Den verklappern wir da. Ne? Ihr seht, wo war denn hier Scheißhauspapier? Da, 1300. Will wieder runtergehen. Weg mit Zeug. Ne, nicht, dass das noch gammelig wird oder so oder kratzig am Pappes. Das wollen wir nicht. Deswegen eben raus mit's Gemüse. Okay. Ich stapel wieder hier genial. Ja, ist halt so. Hier kann Verkauf Edeka hin. Und dann sind wir dazu nämlich auch los. Ne? Sicher ist sicher. Weißt du, mitnehmen, wie die Preise fallen sind. 80.000 Glocken! Ja, wir haben wieder ein bisschen Kohle, ne? Das ist auch ganz gut so. Fragt sich nur, wie lange, ne? Man kennt ja Svenny. Nee, weiß nicht. Ich habe noch keinen Plan. Ich habe auch noch nichts geguckt. Ich habe jetzt hier meine Sachen erstmal so ein bisschen erledigt. Dass das hier vorangeht. Bin im Moment Geres am Umfahren. Dass in eine Düngerproduktion wieder kommt. Dann können wir noch ein bisschen Gülle umheizen, je nachdem, was noch da ist. Also, ja. Läuft. Was soll ich denn großartig lügen, ne? Uwe, ich drücke immer die Bildtaste. Hier, die Bildtaste ist das bei mir. Stehe ich auf. Drück Bild. Bild. Aber brauche ich eigentlich gar nicht mehr, weil es läuft so. Da, an den Hof. Bei den ganzen Objekten und allen drum und dran. Tippitoppi. Was soll ich euch sagen? Ich bin tippitoppi zufrieden. Ich habe den Missetäter gefunden. Tut mir leid für die Karte. Aber ich werde die Karte nicht mehr spielen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich sonst meine ganzen anderen Projekte hier an ACTA legen kann. Ja, und das möchte ich nicht. Und deswegen gibt es auf diesem Kanal halt keine Ellerbach mehr. Sagen wir, wie es ist. Tut mir auch leid, aber ist so. Mein Mordordner hat sich auf den anderen Projekten jetzt aufgebaut und auf dem Multiplayer. Deswegen kann ich, oder will ich dann auch gar keine Ellerbach mehr spielen. Wenn das irgendwie Fehler macht, dann ist das nicht so schicki-feini, finde ich persönlich. Lass man sein. So hart, wie es klingt, ist aber leider so. Wie soll ich es denn sonst formulieren? Kann sehr schlecht hier irgendwas schönreden, was nicht schön ist. Okay, das haben wir schon durchgebrackelt. Der Fett wird wohl doch mal so langsam jetzt hier für Svenny so eine 16-fach daraus machen müssen, weil sonst ist es doof. Ja? Grüße gehen raus, der guckt das Video eh nicht, aber trotzdem. 16-fach. Ich brauche das, sonst habe ich nämlich nicht genug im Missionsbusiness. Ja, ich könnte noch dieses andere Kleinzeug machen, aber nee, den sehen wir jetzt zu, der wird ziemlich zeitnah durchkommen. Mein kleiner LKW, der fährt sich hier zu Tode, aber das ist auch nicht schlimm. Ne? Der macht einen tippitoppi Job. Was soll ich dazu sagen? Echt, der macht echt einen Top-Job. Ja, hier mache ich gleich weiter. Uwe hat gesagt, Svenny, ja, dann gibt es vorgefertigte Plätze, Uwe. Ich gehe da auch mit konform.
Aber ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich bin mir da aber nicht mehr sicher. Ich möchte hier so mein Gewächshaus-Business und Obstplantagen-Business aufbauen, ja? Weil, wir haben jetzt hier angefangen und wenn das dann hier alles so zentral ist, finde ich, ist das Schöne. Ich persönlich, die kommen ja eigentlich hier hinten hin. Wo ist denn Feld 40? Hier kommt das so hin, ne? Hier kommen die eigentlich hin. Mein Plan ist es aber, sie hier hinzubauen. Dann können wir irgendwann, wenn wir den Platz da mal benötigen, für was anderes nutzen. Deswegen hatte ich jetzt so, weil ich das dann hier zentral habe, ne? So ist meine Denkensweise. Was machst du denn da? Das ist eine Flugzeugperspektive? Machen wir nicht. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Ich bin ganz ehrlich. Fand ich ganz cool. Oder finde ich persönlich ganz cool, weil es dann halt alles zentral ist. So war der Plan. Na, tanken brauchst du noch nicht. Oder? Ach, fahr mal eben tanken. Stehst du auch nicht deinen Weg rum. Passt ganz gut. Dann können wir den nämlich, der soll Flüssigdünger verklappern. Jetzt ist es zu leise, ne? Jetzt verstehe ich wieder gar nichts mehr. So, wir waren hier irgendwo. Du hast auch noch keinen Einsatz. Du kannst auch noch warten. Guck mal, Kollege, du bist Outdoor. Tippitoppi. Können wir da ihn verklappern? Wir brauchen ja das Zeug, ne? Das ist ganz wichtig. Ich muss die Viehsiche nachher anstellen. Ich darf das nicht vergessen. Ich kenne mich. Ich muss die Produktion jetzt echt dann leider ans Laufen bringen. So, gibt auch nochmal Geld. Ich mach das jetzt, sonst ich kenne mich. Ich vergesse das nächsten Ingame-Tag. Ich glaube, da muss auch noch ein bisschen was rein. Hm. Er kann sich jetzt noch so ein bisschen dann nebenher vollfüllen. Der Rest ist alle da. Tipptopp. Tu die mal aktivieren. Ich weiß, die läuft noch nicht, aber... Oh. Ja, wir haben nochmal Geld gekriegt. Hat einer gesehen, wie viel? Ne, ich auch nicht. Ja, kein Problem. So, du fährst mir dann Kirsche. Du kannst mir eben zur Kirsche fahren, richtig? Kirsche ist ja... Molkerei lohnt, glaube ich, noch nicht wegzufahren. Ne, nee, das lohnt nicht. Ja, gibt einen vollen Wagen, ne? Gibt richtig Kohle. Ja, ist ja auch alles auf dem absteigenden Ast, ne? Aldi, Edeka, Aldi, Edeka. Sollen wir einmal leer machen und Kohle verdienen? Und dann noch warten. Das wird sich lohnen, Sahne, ne? Ist aber auch gerade am Fallen. Ich wollte die Kirsche noch holen. Dass wir das zur Molkerei fahren, ne? Hallo? Da muss ich hin. Da ist nämlich noch nicht voll, ne? Da gehen noch fast alles rein. Himbeere und Erdbeere können wir noch vielleicht demnächst. Aber fahren wir erst einfach nur zur Kirsche. Und da war nämlich ziemlich viel Material. Kirsche. Kau wie Kirsche. Nee, Obst habe ich da drin. Obst. Hier. Fahren wir da eben hin, holen wir das Zeug gleich ab. Dann läuft der Laden, ne? Ja. Wie gesagt, es ist im Moment nicht viel. Wir können hier heute mal ein Bild von machen, ne? Haben wir sonst auch nicht. Druck! Weil wir halt Gemüse hin und her fahren müssen und warten, dass mal wieder mehr Misshörnchen für uns da sind. Hat sich das auch lohnt, dass wir mal 24-7 so einen Monat was zu tun haben und nicht nur einen halben Monat. Das ist schon ein bisschen schade, ne? 859.000. Ja, ist gar nicht schlecht, ne? Wir müssen mal gucken. Wir müssen noch irgendeinen Move machen. Ich weiß aber noch nicht, was. Ich bin da ganz ehrlich. Ich habe auch noch nicht geguckt. Ich habe mir gedacht, das können wir auch mal zusammen machen, ne? So, er fährt da Zeug dagegen. Wir brauchen 1,6 Millionen, ne? Aber ich habe das Ding auch gerade erst leer gemacht. Also von daher wird das... Ich schwasse nicht. So. Ja, wir haben 857.000. Du kostest 522.000. Ist voll die Kackecke. Weiß ich auch noch nicht. Nee, das will gerade nicht so viel bringen. Was kostest du? 712.000 gleich, ne?
712.000 wird die Ecke gleich kosten. Junge, 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 die wollen es auch von den Lebenden. Was kostest du hier? 1,4. Da ist Mond drauf, ne? Wofür braucht man den Mond? Mond, hey. Du bist so abgeerntet. Was kostest du überhaupt? 1 Million, da ist noch nichts passiert auf der Fläche. Was kostest du hier hinten? Hunderttausend, okay. Das müssen wir ja kaufen, ne? Ach, den Wald hier hinten kann man neuerdings auch kaufen? Okay. Kannst du ja einen Riesenacker rausmachen. Kann man den Wald hier kaufen? Tatsache, guck mal. Ja. Ist alles schicki funny. Was bist du eigentlich? Tritikale oder was bist du? Nee, dann bist du Zuckerrübe, oder? Jo. Was kostest du? 1,12 Millionen. Nee, das passt gerade nicht so in mein Beuteschema. Schwierig. Was ist da denn drauf? Orange. Möhre? Nix Möhre. Das ist knackiger. Ach, Linsen. Und du kostest? Wir sparen noch ein bisschen. Wir sparen noch, glaube ich, ein bisschen. Wenn wer fällt hier, fällt Dingsbums interessant. Hier, da, fällt 55. Wäre schmackhaft. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Irgendwas ist hier doch angekümmt. Sag mal, bestimmt der Fan, ne? Ja, ich weiß noch nicht. Eigentlich ist die Tischlerei echt cool. Weißt du, da können wir unsere Glasscheiben verarbeiten. Das fahren die Bretter rüber, können Bienenstöcke produzieren. Deswegen muss das eigentlich erst laufen. Klar ist Land wichtig. Müssen wir uns nichts vormachen. Aber ich glaube erstmal müssen wir, glaube ich, auf die Tischlerei sparen. Ach, er ist hier. Er tankt sich wieder nicht voll. Ist zu weit gejagt, ne? Helge, du alte Spaddelbiene. Voll tanken, hatte ich gesagt. Nicht in, doof in der Gegend rumluschern. Ist aufgegangen, ne? Helge! Hast schon alles nachgeguckt? Perfekt, Helge. Dann Abflug, ne? Bis nächstes Mal. Und nicht fortwind, ne? Den kleinen Kälbern ist warm auf der Weide. Wir brauchen mal Ruhe. Hatte ich unsere Wiese schon gekalkt? Was ist gar nicht, gar nicht. Ich meine, wir müssen unsere Wiese noch eben fix Kalkerchen machen. Ja, können wir noch machen. Ne? Jetzt mir hier so ein bisschen ein Wägelchen Flüssigdünger weg vorne, ne? Sicher ist sicher. Wolken gibt auch manchmal ordentlich Torlas, ne? Ja, muss auch ab und zu mal vernünftig drunter fahren, ne? Dann klappt das nämlich ein bisschen besser. Da ist auch ein Träger hier. Nix, Gärreste. Dünger. Gib die Torleas. Ja, du fährst ja Kopfbauen auf Diesel, ne? Ne, das brauchst du halt nicht fahren. Da brauchst du auch nicht hin. Du fährst hier hin. Da fährst du hin. Bist noch nicht voll. Junge, was machst du denn da so lange? Nee, ich weiß nicht. Ich würde eh echt die Tischlerei setzen. Ich glaube, das ist taktisch klüger. Jetzt mache ich es hier. Wir machen uns da jetzt keinen Stress, habe ich schon mal gesagt. Fahr mal erstmal hier noch ein Ründchen, ne? Dann passt das. Dich fahre ich gleich rüber. Ja, Zeltstoff, Hackschnitzel, ne? Das wird echt Tide, ey. Ja, das wird echt Zeit, so langsam.
Weil, was kostest du jetzt eigentlich noch? Immer noch 1,8 Millionen. Junge, Junge, Junge. Ene, mene, mu. Und weg bist du. Achso, der muss an eine Kiesplantage. Da müssen wir hinhüppeln. Dann machen wir hier später. Das mache ich am besten ohne euch. Du bist nämlich hier. Das passt ganz gut. Lass uns mal eben so ein bisschen Kiesche durch die Gegend heizen, ne? Weil was dann da überbleibt. Könnten wir einen Verkaufsladen fahren. So ist der Plan. Deswegen machen wir die ganze Gaudi ja hier. Ne? Ich weiß nicht. Ja, so schnell werden wir kein Fruchtjoghurt produzieren können. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber es geht da drum. Das Zeug soll ja auch voll sein, ne? Schon wieder drin vorbeigejuckt. Da, guck mal da. Langsam scrollen, Svenny. Langsam. Auslagern. Okay. Ihr macht das schon wieder so bescheiden, ne? Ist egal. Gut. Dann würde ich sagen, fährst du da erstmal hin? Wir machen das nach und nach. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich möchte das Zeug sonst noch im Hofladen haben, ne? So war mein Dings dahinter. Nix, hier brauchst du erstmal nicht mehr hinfahren. Du fährst noch da. Ware anliefern, da fährst du hin, Kollege. Machst das bitte fixi. Fixi und Foxy, ne? Kennt, glaube ich, nicht mehr jeder Fixi und Foxy. Den fahren wir nochmal wieder um. Ja, perfekt. Dann ist das nämlich auch erledigt, weil dann müssen ordentlich Gärrisse wieder rein. Jetzt haben wir noch gerade Zeit, ne? Ja, jetzt haben wir Zeit. Ich bräuchte ihn nicht so in dem Sinne umfahren, weil nächsten Ingame sind wir uns einige Flächen erntereif, hoffe ich. Ich hoffe auch unsere Pappe. Und dann könnten wir ordentlich Gärrisse fahren, ne? Also das ist nicht so, dass wir da Probleme hätten. Das läuft ja, ne? Ja. Hier läuft. Die habe ich angemacht. Hier muss ich überlegen. Gibt hier nochmal richtig Asche, ne? Ich glaube, wir verkaufen das. Da wird noch ein bisschen überbleiben. Das muss zum Hof. Okay. Hier müssen wir irgendwie so ein bisschen hin und her managen, ne? Den Zentrallager setzen wir noch nicht. Ich will die Großfläche essen. Oh Moment. Sonst hätte man das Zentrallager noch zur Not setzen können. Aber nein. 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 Ein nach dem anderen. Ich bin auch ein Bienenpflücker. Ja, weiß ich. So unentschlossen. Nee. Eigentlich nicht. Ich habe ja Ziele vor Augen. Da muss man langsam drauf hinarbeiten, ne? Die können wir mal hier so ein Stückchen Futter vertragen. Ich schätze, wir brauchen auch wieder Mineralfutter. Ne, so wurschtelt man sich durch den Hofalltag. Eigentlich ist das ganz gut, ne? Wenn du so einen Tag hast, wo du wirklich dann sich hier so rundum wurschteln kannst, weil alles fertig ist, machst du dann schick fein in der Zeit. Mal 5, dann bist du auch ziemlich fix durch. Das ist ganz gut so. Also da bin ich ganz ehrlich. Lass uns mal eben Kückerchen machen, ne? Bevor ich hier wieder irgendwas mache, was ich nicht machen will. Also Geld ausgebe, was ich nicht gerade habe. Hey, wir könnten nochmal in so einem Wagen Mineralfutter ankacheln. Ja, komm, das machen wir als erstes. Ich glaube, das ist sinniger wie alles andere. Hm? Das haben wir dann. Was auf Tisch ist, ist auf Tisch, oder? Ja. Haben wir den Wagen? Wo sind die ganzen Wagen?
Junge, Junge, Junge. Ach. Nee, kein Problem für uns. Ich kenne ja meinen Hof nicht. Doch, natürlich kenne ich den. Immer manchmal, bei dem Fuhrpark ist das nicht so einfach, sich durchzuwurschteln und was zu finden. Aber da steht hier noch ein Wagen. Also, oh nein, ich bin eingestiegen, ohne meine Schuhe auszuziehen. Zum Glück ist nichts auf dem Teppich. Glück gehabt. Glück gehabt. Jetzt habe ich wieder Mecker gekriegt. Hier den teuren Cerion von Uwe. Leasing-Objekt. Nee, ist unser. Okay. Du fährst Einkauf Bornhof, ne? Hier steht ja auch gar nicht alles voll auf dem Hof, ne? Wo scroll ich denn hin? Ich muss doch einkaufen. Einkauf Bornhof. Du fährst dahin. Wir geben noch mal Geld für Mineralfutter aus. Weißt du, was da ist, ist da. Jetzt ist gerade... Oh, 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 Euron. Wir sind auch bald wieder weg. Ja, das war nicht schlecht. Nicht schlecht, das Geld. Wo kommst du denn her? Kollege! Hupen! Hast du ein Glück, dass du keine Macke in den teuren Cerion von Uwe gefahren hast? Sonst hättest du einen Mecker gekriegt, da drinnen da. Junge, Junge. Glück gehabt. Fahr mal dahinter. Was sollen wir sonst auch gerade machen? Ne? Oh, du hast noch Kische. Boah, du hast auch noch viel Kische drauf. Ist denn das denn hier schon voll? Ja, Tatsache. Junge, Junge, Junge. Was machen wir denn mit der ganzen Kische? Fahr mal erst zum Hof da. Ja, fahr mal jetzt zum Hof. Hof Svenny, fahr da mal eben hier fix hin. Jetzt fehlt ein Zentrallager, ne? Da müssen wir uns nichts vormachen. Jetzt stapeln wir die hier irgendwo an der Seite erst hinten oder was? Weiß auch noch nicht. Das geht ja gerade nicht anders. Gibt schon wieder Regen, oder was? Kannst nicht mal mit dem Hund raus, falls nur am Schiffen ist. Gut, dass Shari bei uns im Garten kann. Echt, dieses Wetter macht einen irre. Ist nicht mein Wetter. Sie wollte noch was im Garten machen. Das fällt natürlich wie im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Ist ja immer so. So lange Rede gar keinen Sinn. Wie viel Kirsche posten da rein hier? Hofladen. Hofladen ist oben, ne? Junge, Junge, ey. Da brauchst du aber auch so ein Scrawly demnächst, ne? Hofladen. Geht da Kirsche rein? Ja. Wie viel? 20.000 Liter. Sind immer noch 20.000 auf dem Wagen. Müssen wir die irgendwo an die Seite stellen. Ja, alles andere ist gerade Schwachsinn. Junge, Junge, Junge. Uncool. Komm, wir fahren hier durch, damit Helga endlich mal merkt, dass der Rasen mähen soll. Weißt du, wenn da so eine Spur drin ist, dann sieht er erst, wie hoch der Rasen ist. Aber wahrscheinlich musst du ihm das nochmal 100 Mal sagen, dass er mal wieder Rasen mähen soll. Na, Donnerschlag, den. Wir dürfen die Kirschen nicht verkaufen, ne? Ich glaube, sonst kommen wir dann nämlich nicht mit hin. Wahrscheinlich ist es schon ein Fehler, die in den Hofladen zu schmeißen. Junge, Vorsicht. Obwohl, die machen noch ein bisschen, ne? Ja, dann, nee, das sind ja 20.000 Liter, die wir dann verkaufen würden. Nee, das ist ein bisschen viel. Das wäre zu viel. Ich stelle mir die erst an der Seite. Honig, ne? Honig gibt es ja schon genug bei uns in den Hofladen hier. Das läuft. Guck mal. Ist ja gar nicht viel Werbung hier, ne? Das ist doch der Svennyhof und nicht der Fat Actionhof. So, das haben wir, das haben wir, ne? Gut. Er ist da, er kommt nach dem Hof hin. Die stehen alle dumm rum, weil sie nichts zu tun haben. Ja. Ihn fahren wir gleich wieder um.
Ich schau mal eben an der Seite hin. Nicht, dass hier noch einer lang will und du stehst im Weg. Das wäre nämlich uncool. Ja komm, du kommst hier hinter den Dreschkasten. Du stehst auch keinen. Und bist mal vor der Füße weg. Da brauche ich nicht dran. Perfekt. Haben wir auch mal aufgeräumt. Richtig gut. Dann machen wir gleich. Mal später. Du fährst mir jetzt. Ja, du kannst mich abholen und fahren. Kuhstall. Wo ist denn Kuhstall? Da. Mich abholen. Fahr da mal hin. Ich steige hier aus. Weil das Geld jetzt gleich. Ich habe den doch gerade gehört. Wo ist der denn? Dum 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 dum. Kennt ihr noch Jeopardy? Svenny kommt auf Ideen, wenn er das spielt. Kennt ihr Jeopardy? Sumsen 100! Jo! Oh, hey, Uwe fährt selber! Guck mal, Uwe fährt selber heute! Weil ich da aus Versehen mit den Straßenschuhe rein bin. Deswegen hat der Uwe sich direkt hinter Steuer gesetzt und gesagt, nix hier, Svenny. Ach, ich hab schon wieder das Problem vergessen. Das geht mit dem Moped ja nicht. Ey, Junge, 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 Junge. Wo ist die Tastenbelegung? Working Kamera. Hoffentlich finde ich das jetzt hier. Klappe öffnen, Klappe schließen. Also. Platzierbare Objekte, Kamerawort. Gangschaltung, Fahrzeugbeleuchtung. Oh, oh, oh. Radio, Planetinium, Gewölbeck. Sitzwechsel, neue Box kaufen. Nee, das wollen wir jetzt gerade nicht. Ballen Stacking. Okay, Arena Mod. Abschaltbar. Ne, das brauchen wir auch nicht. Tiefführungsübersicht. Ne. Junge, Junge, ey. Wird man hier so eine Tastenbelegung hat, ist ja auch nicht so wenig. Ne. Also, hat schon. Ach, Kamerasystem. Das legen wir jetzt erstmal hier um, du. Das machen wir hier hin. Speichern. Kannst du jetzt die Plane öffnen? Aha. Und wenn du eine Working-Kamera haben willst, musst du. Scheiße, das ist bei mir Handgas. Oh, dann. Ich brauche auch keine Working-Kamera. Ich kann auch mich umdrehen und gucken. Ja, ne? So gehen die Euronen dann wieder dahin, weißt du? Hast du gerade mal so ein bisschen Geld auf Tisch, dann kommt wieder der Taulers und sagen, tschüssi, ich brauche Minerali-Futti. Junge, 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 das kostet ja wieder über 100.000 Glocken. Ja. Wenn du da überhaupt mit hinkommst, ich glaube, das ist teurer geworden. Guck mal, wir haben gleich 60.000 durch. Ja, ist ein bisschen teurer geworden, oder? Ne, 100.000 kostet noch ein Wagen. Das muss auch erstmal immer überhaben, ne? Ich, das wird Zeit, dass wir da hinten dieses Zuckerrübengelände kaufen und anfangen für die Produktion, ne? Aber erst muss der Tischler eigentlich hier. Wegen den Glasscheiben. Die Glasscheiben, wenn die so messt, kriegst du kein Kohle für. Das ist ein Dilemma, ne? Alles klar. 97.000 Euro, ne? Nur mal so eben. Weil, wir Mineralfutter schon reinfahren. Ach, jetzt fährt Janik. Janik, hast du Schuhe vorher ausgezogen? Mit dem Working-Schuhe ist er da reingegangen. Hier, guck dich den an. Aber, liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, ne? Däumchen wäre echt Träumchen. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen,
Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.